Hi und herzlich willkommen bei Annas Nähschule. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute nähe ich eine Turbanmütze und zwar kann man sie entweder für Erwachsene nähen oder für Kinder. Und das ist ja bei den Kindern, bei den Babys gerade echt top angesagt und ich hoffe, ihr habt auch Freude dabei. Wenn dich das Thema Nähen interessiert, dann abonnier doch meinen Kanal, drück die Glocke, dann bekommst du immer eine Benachrichtigung, wenn es was Neues auf meinem Kanal gibt. Besuch mich auch gerne auf Instagram, da bin ich unter Nana Zauber zu finden und auf Facebook unter Annas Nähschule. Ich freue mich, wenn du da auch vorbeischaust. Für die Turbanmütze brauche ich zwei Maße und zwar einmal den Kopfumfang des Kindes, einmal rundherum messen und zwar hier kurz über den Ohren und einmal komplett rum. Und das zweite Maß ist einmal über die Stirn, hier wo die Mütze dann einfangen soll, über den ganzen Kopf herum. Und einmal bis hier hinten hin. Ich habe hier für die Turbanmütze einen Jersey ausgewählt. Und zwar läuft der Fadenlauf so. Ich möchte die Turbanmütze in doppelter Stofflage haben. Deswegen lege ich das einmal um. Und zwar brauche ich hier die 38 cm, die bei meiner Tochter von der Stirn bis hinten des Nackens gehen. So, dann messe ich mir hier die 38 cm ab. Und der Kopfumfang meiner Tochter waren 50 cm. Die messe ich hier auch ab. Falls ihr einen dickeren Stoff nehmen solltet, der nicht so dehnbar ist, könnt ihr hier 1 bis 2 cm Nahtzugabe hinzufügen. Mein Jersey ist sehr dehnbar, deswegen messe ich genau den Kopfumfang ab und füge nichts hinzu. So, jetzt habe ich hier ein Rechteck und zwar hier die Höhe der Mütze und hier die Breite der Mütze. Und zwar liegt das in doppelter Lage. Das schlage ich nochmal in der Mitte um und runde hier die Ecken ein. Dieses Stück schneide ich dann weg. Das ist jetzt die linke Seite von meinem Stoff. Das lege ich jetzt links auf links, sodass die rechte Seite oben ist. Wer sich jetzt hier nur für eine Lage des Stoffs entschieden hat oder für einen dickeren Stoff, kann hier ein Bündchen dran nähen oder einen Fake-Saum nähen. Und zwar schlagt man das einmal um und näht hier einmal ab. Dann hat man so einen Fake-Umschlag. Als nächstes nehme ich mir eine Nadel und einen Faden und lege hier eine ganz einfache Naht von Hand. Und zwar nähe ich circa 0,7 cm vom Rand entfernt einmal rum. So, und wenn ich das einmal rumgenäht habe, dann ziehe ich einfach an meinem Faden und fasse das Ganze zusammen. Und zwar so fest es geht. Und dann fixiere ich das hier am Ende miteinander. Jetzt nähe ich hier dieses Loch von Hand bis ca. 1,5 cm hier vor dem Schluss zusammen. So schaut es schon mal aus. Jetzt gibt es ja zig Varianten, was man hier machen kann. Man kann hier so eine Schnecke machen oder eine Schleife oder ein Bändel, je nachdem. Ich habe mir jetzt gedacht, ich mache hier so ein Bändel und dafür habe ich mir hier ein Stück zugeschnitten. Und zwar habe ich einfach geschaut, wie breit ich das haben möchte. Da wird ja noch Nahtzugabe sein, so auf die Größe. Und jetzt nähe ich das einmal rechts auf rechts, einmal hier zusammen. Das kann man auch von Hand machen oder mit der Nähmaschine. Die Naht wird eh nicht sichtbar sein, die wird dann in der Mütze drin liegen. Die Naht habe ich hier jetzt gelegt, jetzt wende ich das Ganze auf rechts. Schau, dass die Naht hier mittig liegt und nun ziehe ich das durch diese Aussparung hier durch. So schaut das aus. Hier ist die Naht und hier ist die Naht. Und jetzt lege ich das Ganze rechts auf rechts. Und schließe einmal hier die Naht. Man kann es auch hier von Hand zunähen. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt schneide ich etwas die Nahtzugabe zurück.
und drehe das Ganze um. So, dann kann ich das nach innen reinschieben, die Naht. So sieht es dann im vorderen Bereich aus und so im Inneren. Und jetzt nähe ich hier das, was noch übrig geblieben ist von der Öffnung, mit diesem Bändel zusammen. So, ich habe das dann hier dran genäht von innen. Jetzt mache ich mir einen Knoten und wende das Ganze. So sieht es dann von der rechten Seite aus. So, meine Lieben, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, die Nähanleitung hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da und einen netten Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.